Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal, wie ihr gesehen habt, in Vor-Unboxing zu Logitech. Ihr werdet auch hier irgendwo Werbung sehen. Ich habe zwei Artikel angefragt, um sie mal zu testen. Die darf ich jetzt 3 Wochen testen und danach gehen sie wieder zurück an Logitech. Und ich war da halt sehr neugierig, weil ich habe ja die Webcam C920 oder 920C, wie heißt die? Werden wir gleich auf dem Karton sehen. Also ich habe das Vorgängermodell davon. Hoppala. Mir damals geholt für, was habe ich denn bezahlt? Da war die kurzzeitig mal bei Amazon im Angebot. Die kostet sonst über 100 Euro. Und dann hatten sie so kurzzeitig bei Amazon mal drinne, glaube ich, für 89 Euro oder sowas in dem Dreh. Oder 99, ich weiß es gar nicht. Und da habe ich dann natürlich gleich zugegriffen. Ich packe das erstmal alles aus, dass ihr seht, was wir hier Schönes haben. Achso, das muss ich aufheben. Geht ja dann wieder in 3 Wochen zurück. So, upala. Nee, ist nur eins. Okay. Wird doch nur normales Unboxing, ist nur eins drin. Ja, sind jetzt nur die Kopfhörer. Dann können wir die auch weiter unboxen gleich, weil eigentlich sollte noch die Webcam C920... Scheiße, keine Ahnung. Ich werde euch die Webcams mal verlinken unten drunter, dann könnt ihr sie euch mal angucken. Da gibt es halt 2 Webcams, die sehen genau gleich aus. Bei einer ist nur ein Stativ mit bei. Und meine, die ich habe, macht in Skype 1080p, auch so 1080p. Und bei der ist wohl das Mikrofon ein bisschen anders. Bei der C920-2 oder E oder ich weiß nicht, wie die Bezeichnung jetzt gerade ist. Und da wollte ich mal anfragen, wegen diesem Stativ, habe ich gedacht, Mensch, kann ich ja Laptop auf den Tisch, neben mir auf den Tisch stellen, denn die Cam mit Stativ auf den Tisch stellen und dann wegen der Jelly Beans Challenge oder so Swimming Challenge und, ah ne, die machen wir ja sowieso im Garten, oder wenn ich dann mal einen Livestream mache, dass ich dann irgendwie doch auf dem Sofa irgendwie und dass ich mir die Kamera dann irgendwie vor mir oder so machen kann. Und ich war halt neugierig drauf, ob die Qualität sich dadurch noch mal ein bisschen verbessert hat und deswegen habe ich die eigentlich auch angefragt. Jetzt sind es aber nur die, es ist nur das Headset geworden, G933. Das gibt es 2-mal auf der Logitech-Seite. Einmal das, also wie gesagt hier, da könnt ihr das nochmal richtig sehen. Das ist ein Wireless-Headset. Das gibt es einmal als G633. Das ist mit Kabel. Und dann gibt es das G933. Das ist ein Wireless. Das funktioniert auch mit PS4. Alle drum und dran. Das werden wir jetzt auch auspacken. Und nach dem Auspacken werde ich noch ein Hardware-Video machen. Gucken, was alles hardwaremäßig mit bei ist. Wie sie hardwaremäßig aussieht. Und mal gucken, vielleicht auch am PC schon mal einstellen, weil man hat hier so, scheiße, das seht ihr hier gar nicht, das sieht man, hier sieht man es. Wir haben hier so LEDs, seht ihr das? Und die kann man einfärben. Und das Positive bei dem, warum ich das überhaupt angefragt habe, um das mal zu testen, das geht halt, wie gesagt, mit der PS4, mit der PS3, Wireless, also man hat kein Kabel und man hat die Möglichkeit, 2 zusätzliche Geräte irgendwie anzuschließen. Da bin ich ganz neugierig drauf, das ist halt hier so ein Adapter noch mit bei, wie das funktioniert, dass man Handy noch anschließen kann oder zusätzlich den PC noch mit drin machen kann. Ich denke mal nicht, dass es dann in der Aufnahme von PS4 mit drin sein wird, aber man kann dann halt ein Gespräch annehmen oder doppelt oder so. Da war ich halt sehr, sehr neugierig drauf. So, ich richte euch nach unten
Und dann gucken wir das. Und wie gesagt, ich habe es nur 3 Wochen. Also wenn ihr da Fragen habt, was ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise testen soll mit diesem Headset, ich kann das alles nur, wenn ihr spezielle Fragen habt, 3 Wochen lang testen und danach geht es zurück. Wie gesagt, ich darf es nicht behalten, aber um mich rechtlich abzusichern, werdet ihr hier irgendwo auch Werbevideo sehen. Einfach nur, um mich abzusichern, weil es ja im Prinzip, obwohl es auf meinen Mist gewachsen ist, ja eigentlich doch ein Werbevideo für dieses Headset ist und ich mich da halt ein bisschen rechtlich absichern will. So. Haben wir einmal dieses Headset. Oh, und weiß sieht das wirklich sehr, sehr edel aus. Sehr, sehr edel. Also wir haben einmal das Headset mit bei. Die Hardware gucken wir uns nachher dann genauer an. Dann haben wir hier... Na? Geht das raus oder ist das aufgeklebt? Nee, das geht nicht raus. Das scheint aufgeklebt zu sein. Oder? Nee, das ist aufgeklebt. Das kriegen wir nicht raus. Also die Anweisungen sind auf dem Zettel, der hier drin geklebt ist. Also wir sollen auf die Logitech-Seite Support G930-Now und da sollen wir den Treiber runterladen. Dann ist das Headset, die Kabelei ist abgebildet und wie wir das anschließen sollen. Also ihr habt keinen Zettel extra, das ist alles hier in der Innenseite vom Karton. Spart man natürlich Papier. Oder hat irgendwie mich da? Nee, das geht echt nicht raus. Das ist wirklich da drauf aufgeklebt. Oder aufgedruckt. So. Und dann haben wir hier noch so eine blaue Schachtel. Hier ist dann nochmal... Ach, hier ist nochmal erklärt. Was zum Headset. So, dann haben wir den Karton hier. Und dann haben wir hier einmal... Hoppala. Einen Klinkenkabel, Klinke auf Cinch. Seht ihr das? Also das sind Cinch-Kabel und das ist ein Klinke-Kabel. Und hier könnt ihr das dann praktisch, was weiß ich, wenn ihr eine Anlage habt und da ein Stecker dran ist, wo ihr, was weiß ich, ein iPod, Android-Handy oder so per Cinch anschließt, macht ihr das praktisch in die Anlage rein. Und hier auf der Seite kommen die Stecker, die eigentlich in die Anlage reinkommen, rein, damit es halt zur Anlage geht und gleichzeitig hier dann drüber abgegriffen wird und über den Klinker ausgegeben werden kann. Und den kann man dann in diesen Adapter, den ich euch im Hardware, oder das zeige ich euch gleich noch, und dann gucken wir uns nachher das Hardware-Video, in der Hardware, im Hardware-Video die Hardware noch genauer an. So, dann haben wir hier nochmal einen... Klinkekabel, oh, der ist schön mit Stoff, finde ich sehr nice. Oh, jetzt habe ich das auch gesagt, ey, ich hasse das, wenn die anderen das sagen. Da haben wir hier immer so einen kleinen Adapter, seht ihr das? Das ist, ich zeige euch mal den normalen Klinke dazu, dann könnt ihr den Unterschied sehen. Der ist halt viel kleiner, der ist für die Xbox, weil bei der Xbox ist ja kein 3,5 mm Klinke drin, sondern nur ein 2,5 mm Klinke. Und das ist der hier. Und da seht ihr das vielleicht so besser. Da seht ihr wirklich die Größenunterschiede. Und dann haben wir halt hier 2x3 mm Klinke und hier haben wir denn das zum Einstellen, falls wir es mit Kabel benutzen wollen. So, und dann haben wir hier, oh geil, dann haben wir nochmal ein Micro-USB-Kabel auf USB zum Laden natürlich und auch der ist aus Stoff, also mit Stoff ummantelt und nicht einfach Gummi. Finde ich sehr geil. So, muss ich das hier mal wegpacken. Und die Seite wart. Hier haben wir dann so ein, seht ihr das? So ein Button. Da kann man das dann hier abmachen. Ich werde das für das Hardware-Video mal noch dran lassen. Und das ist dann mit Magneten abgesichert. Und da haben wir hier dann noch den Adapter. So. Das ist so ein USB-Adapter, seht ihr das? So. Und da haben wir dann den Klinkekabel, der dann
Ich werde das mal wieder zumachen. Und hier vorne haben wir auch das Mikrofon, den kann man ausklappen. Der ist dann hierfür da. Und da kann man das dann praktisch abgreifen und dann per USB weiterleiten. Praktisch, dass man praktisch hier das im PC-Rin macht und den Sound hier von irgendwas anderes abgreift und das dann darin macht. Und dann hat man halt hier noch eine andere Soundquelle. Also in der Anleitung stand irgendwie bis zu zwei extra Quellen geht wohl irgendwie. Ich bin da mal sehr gespannt. Ich habe jetzt auch leider hier keine größere Anleitung mit bei. Ich habe halt nur das. Ein An- und Ausschalter ist halt dran und da ist der USB-Hub, den soll man dann in den PC machen. Achso, der wird dann, denke ich mal, auch für die PlayStation sein. Ach nee, PlayStation 4, Xbox One, soll man das Headset per Kabel machen. Und an dem PC könnte man es zum Beispiel per USB machen. Das ist hier abgebildet. Also an den PlayStation Controller. Okay, aber dann haben wir natürlich nur normal Stereo Sound. Vorne steht auch PC, Xbox One, PS4 und Mobilgeräte. Also mobile Geräte können wir dann auch mit dem mitgelieferten Klinkenkabel machen. So. Dann würde ich fürs Unboxing hier jetzt auch erstmal Schluss machen. Ihr wisst, was mit bei ist. Und dann würde ich jetzt hier halt einen Cut machen. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video wieder, im Hardware-Video, wo wir uns die Hardware dann genauer angucken werden. Wo ich denn das mal aufsetzen werde und wo wir uns das alles ganz genau angucken. Ich werde es dann heute natürlich gleich im Stream benutzen. Das werde ich auch dann wahrscheinlich gleich noch mit euch testen. Wie gesagt, hier wird irgendwo gleich ein Abonnierknopf sein und zwei, drei Videos, die vielleicht auch interessant für euch sind. Wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn ihr Bock habt, mehr davon zu sehen, einfach mal auf Abonnieren drücken. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.